Hi, ich bin Lua und heute gucken wir uns mein TBR für 2024 an oder auch meinen Sub, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Und ich habe das so ein bisschen in Kategorien aufgeteilt. Also die erste Kategorie, die wir machen, sind Nachfolger von Büchern, also zweite Teile, dritte Teile, was auch immer, die dieses Jahr rauskommen oder die auch schon draußen sind, aber ich noch nicht dazu gekommen bin, sie zu lesen. Und dann kommen wir zu Büchern, die ich schon hier habe, also mein Physical TBR quasi. Und letztendlich komplett neue Bücher, die ich lesen will und die ja entweder dieses Jahr rauskommen oder auch schon draußen sind. Ich hoffe, das war verständlich und wir fangen jetzt einfach mal an mit den Nachfolgern, die ich dieses Jahr lesen möchte. Und das Erste und das, worauf ich mich am meisten freue und wo zum Glück das Warten relativ schnell vorbei ist, ist der dritte Teil von Crescent City, hier mal Teil 2, exemplarisch. Und Teil 3 kommt im Englischen am 30.01. raus. Der Zeitpunkt, zu dem ich dieses Video filme, ist der 12., 13.01. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber nicht mal mehr einen Monat, dann habe ich es geschafft. Und ich will nicht zu viel darüber erzählen, weil man relativ viel spoilern kann, aber wenn ihr Crescent City von Sarah J. Maas noch nicht kennt, was macht ihr dann in diesem Video und warum geht ihr nicht sofort das Buch kaufen und lesen? Das ist mein absolutes Lieblingsbuch of all time und deswegen freue ich mich so sehr auf den dritten Teil. Im Deutschen kommt er übrigens am 7. März raus, soweit ich weiß. Also man muss ein bisschen länger warten für die deutsche Version. Ich habe Angst, mich vorher spoilern zu lassen. Deswegen kaufe ich es mir gleich auf Englisch und dann verkaufe ich es auf Englisch wieder und kaufe mir die deutsche Version, weil die dann zu meinen Büchern passt. Und dann kaufe ich mir noch die Sonderversion von Fairyloot, weil ich die ersten zwei Teile in der Sonderedition besitze und ich kann jetzt nicht aufhören damit. Nummer 2 ist der Nachfolger von Divine Rivals von Rebecca Ross. Heißt Ruthless Vows, ist glaube ich auch schon draußen. Ich habe es zumindest schon vorbestellt und es kommt glaube ich am 18.01. bei mir an. Glaube ich. Der erste Teil kommt auch bald auf Deutsch raus und zwar am 19.03. Das heißt, wenn ihr lieber auf Deutsch lest als auf Englisch, dann könnt ihr auch bald dieses Buch lesen. Und ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich fand es so toll. Dann haben wir den zweiten Teil von Ninth House von Leigh Bardugo und der heißt im Englischen Hellbent. Ist schon draußen. Ich warte nur drauf, ihn zu kaufen. Im Deutschen heißt es übrigens das neunte Haus, also der Titel wurde übersetzt und ist auch schon draußen und der zweite Band müsste auf Deutsch auch schon draußen sein. Auch eine klare Empfehlung. Ich glaube, also ich muss jetzt nicht jedes Mal sagen, dass es eine klare Empfehlung ist, weil wenn ich mir den zweiten oder dritten Band von irgendeinem Buch kaufe, ist es, glaube ich, klar, dass ich das Buch empfehle, oder? Wenn nicht, ist es jetzt hier einmal gesagt, also alle Bücher in dieser ersten Kategorie kann ich wärmstens empfehlen. Dann haben wir This Vicious Grace von Emily Thief. Da ist der zweite Teil auch schon draußen im Englischen. This Cursed Light heißt der. Im Deutschen gibt es Teil 1 auch schon und Teil 2 kommt am 29.02. unter dem Namen This Vicious Grace, Die Verbannten, raus. One Dark Window von Rachel Gillick hat im 2023 zu einem meiner 5-Sterne-Bücher gehört. Und Teil 2, Two Twisted Crowns, kam im Englischen schon. Und Teil 1 gibt es bald auf Deutsch. Und zwar am 28.06. Also nicht ganz so bald. Trotzdem lohnt sich die Wartezeit, wenn man das Buch gerne lesen möchte. Dann haben wir ein Buch mit einem für mich sehr, sehr schwer auszusprechenden Namen. All the Stars and Teeth von Adeline Grace. Mochte ich auch sehr gerne. Ich sage es trotzdem jedes Mal wieder. Zweiter Teil heißt All the Tides of Fate. Und ist schon draußen. Im Deutschen heißt das Buch, ich glaube, Band 1 heißt Der Fluch der 7 Seelen. Und Band 1 und Band 2 sind auch schon draußen, soweit ich das sehen konnte. Also kann man sich entscheiden, Deutsch oder Englisch. Dann haben wir den dritten Teil von The Atlas Six, der heißt The Atlas Complex. Und erscheint am. Ist erschienen am 9.01. Es liegt ja jetzt schon in der Vergangenheit. Also könnte ich mir theoretisch The Atlas Complex schon kaufen. Hier muss ich dazu sagen, auf Englisch für
Nicht-Muttersprachler ist es, oder nee, für mich ist es sehr schwierig. Ich finde es sehr hochgestochen. Es geht aber halt auch, es hat einen akademischen Hintergrund, das Buch. Und deswegen muss das wahrscheinlich so. Aber wenn ich jetzt nicht Teil 1 auf Englisch gelesen hätte, also wenn ich euch das empfehlen könnte, ich würde es mir auf Deutsch kaufen. Bin ich ehrlich. Ich glaube, auf Deutsch ist es viel angenehmer zu lesen, weil die Story ist sehr spannend. Es ist nur das Ganze drumherum, die ganze Wortwahl, das alles, was es ein bisschen schwierig macht für mich. Im Deutschen kommt der dritte Teil am 26.06. raus. Die anderen beiden gibt es dann offensichtlich schon auf Deutsch. Zu guter Letzt in dieser Kategorie, soweit ich weiß, ist der dritte Teil von Serpent and Dove von Shelby Mahurin. Er heißt Gods and Monsters. Und ist schon eine Weile draußen. Ich habe Teil 1 und 2 auch schon vor einer Weile gelesen. Ich weiß nicht, warum ich mir Teil 3 nicht geholt habe, weil ich das Buch echt gern mochte. Im Deutschen heißt das Ganze übrigens Game of Gold, also der erste Teil zumindest. Und hat ein ganz anderes Cover. Also es ist hässlich. Es ist wirklich hässlich. Aber man kann es sich ja nicht immer aussuchen. Nur hier würde ich immer wieder das Englische kaufen, weil es einfach hübscher im Bücherregal ist. Aber eure Entscheidung. Theoretisch sieht man das Cover ja auch nicht, wenn es im Bücherregal steht. Okay, das waren jetzt quasi die Bücher von meinem... Was ist denn der Unterschied? Was ist denn ein Physical TBR? Was ist denn das andere? Mein Mental TBR? Ich weiß es nicht. Kommen wir zu meinem Physical TBR, da gibt es nämlich auch noch echt einiges. Nummer 1 würde ich einfach mal sagen, sind meine Percy Jackson Bände. Teil 1 bis 3 habe ich schon gelesen und natürlich möchte ich dieses Jahr Teil 4 bis 5 fertig lesen, damit ich die Hauptreihe abgeschlossen habe. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir dieses Jahr dann noch die erste Nebenreihe hole. Ich weiß gerade gar nicht, was das erste ist. Ich kenne noch Trials of Apollo und irgendwas mit den Römischen kenne ich auch noch und dann gibt es noch irgendwas mit Ägyptischen. Ich weiß nur gerade alles nicht, wie das heißt, aber mir gefällt Percy Jackson echt gut, also werde ich vermutlich da alles lesen, was es so gibt. Dann haben wir, und es ist eigentlich traurig, dass ich das noch nicht gelesen habe, weil es auch schon so lange bei mir im Regal steht, Fourth Wing von Rebecca Yarros. Der zweite Teil ist sogar schon draußen, Iron Flame, das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch, das heißt Knock Yourself Out. Und ich bin sehr gespannt und muss es dieses Jahr endlich schaffen, das zu lesen, weil es kann nicht sein, dass ich so hinterherhänge. Wurde aber auch noch nicht so viel gespoilert, glaube ich. Wir werden sehen. Dann habe ich hier Foxglove von Evelyn Grace, der zweite Teil zu Belladonna, was ich aus einer Fairy Lootbox hatte und total gern mochte. Und deswegen habe ich mir jetzt den zweiten Teil geholt, diesmal nicht in der Fairy Loot Edition. Es passt trotzdem gut zusammen, deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Und den ersten Teil, also Belladonna, gibt es schon auf Deutsch und der zweite Teil erscheint am 26.03. Dann habe ich The Lost Girls von Sonja Hartl. Den habe ich mal irgendwo, ich glaube, der war in der Fairy Loot Vorschlagsliste, in diesem kleinen Fairy Scoop Heftchen, das man immer dazu kriegt. Und ich fand, das hat sich ganz süß angehört und es sieht auch irgendwie sehr süß aus. Ist auch nicht so dick. Gibt's aber, soweit ich weiß, bis jetzt nur auf Englisch. Ich glaube, das war schon letztes Jahr auf meinem TBR. Übrigens, ich habe letztes Jahr auch schon ein TBR gemacht für 2023. Vergleicht gerne, was davon ich tatsächlich gelesen habe und was nicht. Ist Vow of Thieves von Mary E. Pearson. Der erste Teil heißt Dance of Thieves und ich mochte Dance of Thieves auch sehr gerne. Es ist nur leider zu lange her, dass ich es gelesen habe und jetzt traue ich mich nicht, das hier anzufangen, weil ich weiß, dass das Worldbuilding relativ intens war. Und ich weiß nicht, ob da noch irgendwas von hängen geblieben ist. Dance of Thieves heißt auf Deutsch auch wieder komplett anders, sieht komplett anders aus, also und auch wirklich wieder unschön, wenn ich das so sagen darf. Der Klang der Täuschung habe ich mir aufgeschrieben für den ersten Teil und das ist wieder so eine Frau in so einem Kleid, so bleh. Da finde ich doch die englische Version deutlich ansehnlicher. Dann habe ich im letzten Jahr Guild gelesen von Raven Kennedy und den zweiten Teil habe ich tatsächlich auch schon hier zu Hause. Es ist aus der Plated Prisoner Series und ich weiß nicht, ich fand den ersten Teil gut. Ich weiß nicht, warum der zweite hier rumliegt. Ich kann es euch nicht sagen. Es gibt, glaube ich, 5 Bände insgesamt, wenn
ich mich richtig erinnere. Auf Deutsch heißen sie The Darkest Gold und es waren auch schon mehrere Bände draußen davon. Das hier war, glaube ich, auch definitiv letztes Jahr auf meiner Liste und es ist traurig, dass ich wieder ein ganzes Jahr nicht zugekommen bin, weil ich Victoria Aveyard und mit ihrer Roten Königin-Serie eigentlich total toll fand. Es heißt Das Reich der Asche oder auch Realmbreaker Band 1. Eins der wenigen Bücher auf meiner Liste im Deutschen, das heißt offensichtlich gibt es im Deutschen. Es gibt im Deutschen auch schon den zweiten Teil. Offensichtlich gibt es das dann in Englisch auch, weil Victoria Aveyard Amerikanerin, Kanadierin, irgendwie sowas ist. Dann steht wirklich seit langem auf meiner Liste noch der achte Teil bzw. die Vorgeschichte von Throne of Glass. Hier in Witch Crown Box Umschlägen, aber in der deutschen Version sieht es ja so aus. Finde ich halt echt hässlich, deswegen habe ich mir die Umschläge mal geholt irgendwann, auch wenn die viel zu teuer sind, also müsst ihr wissen. Ich habe 1 bis 7 gelesen, auch relativ konsequent hintereinander weg, würde ich sagen, aber es scheitert ein Teil 8, obwohl ich es super spannend finde. Ich habe auch schon viel darüber gehört, was in den Vorgeschichten passiert. Das sind, glaube ich, 3 separate Sachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir auch gut gefallen würde, weil es ist Sarah J. Maas. So, und dann habe ich noch ein paar Fairyloot-Bücher auf meiner Liste, die in den letzten Jahren kamen und die ich noch sehr spannend finde. Das erste ist hier Twin Crowns, was ich tatsächlich auch schon mal angefangen habe, aber so das erste Kapitel, glaube ich, nur. Von Catherine Webber und Catherine Doyle. Dann noch 2 neuere Sachen, die ihr auf diesem Kanal auf jeden Fall noch nicht gesehen habt, weil ich letztes Jahr in den letzten Monaten einfach auch nicht mehr die Unboxings geschafft habe. Ich gelobe Besserung. Dieses Jahr will ich es schaffen, für alle 12 Monate die Fairyloot-Boxen auszupacken. Ja, ich hoffe. Einmal wäre das The Forest Grimm von Catherine Purdy, glaube ich. Sieht erstmal nicht nur super süß aus, scheint ein Rotkäppchen-Retelling zu sein in irgendeiner Art. Ich denke, das könnte ganz gut werden. Das andere ist, glaube ich, das neueste in der, also das Dezemberbuch dann. Und das sieht ja wohl auch wunderschön aus. Es ist What the River Knows von Isabel Ibáñez. Und es hat halt so einen ägyptischen Archäologen, Schatzkammern, bla bla bla, vielleicht auch ägyptische Götter Vibe und das mag ich einfach sehr gerne. Achso, übrigens, die Fairyloot-Bücher gibt es, glaube ich, alle bis jetzt nur auf Englisch. Also nee, Twin Crowns gibt es auf jeden Fall auf Deutsch, aber die anderen beiden, Forest Grimm und What the River Knows, sind bis jetzt nur auf Englisch verfügbar. Okay, und damit sind wir bei den Büchern, wo ich wieder einen ersten Teil habe, noch eine physische Kopie gerade zu Händen. Deswegen machen wir die ganz schnell. Worauf ich mich dieses Jahr richtig freue, ist The Pairing von Casey McQuiston. Ich mag Casey McQuiston sehr gern und alle Bücher bis jetzt, die erschienen sind. Und The Pairing soll am 6. August rauskommen auf Englisch. Stand zumindest so auf ihrem Instagram und ich glaube, dass das wieder ein sehr gutes Buch wird. Dann habe ich gesehen, dass Cassandra Clare ein neues Buch geschrieben hat und das ist Swordcatcher. Scheint auch eine deutsche Version schon zu geben. Ich würde es mir, glaube ich, auf Englisch holen. Cassandra Clare ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ich kann mich aber nicht erinnern, Bücher von ihr gelesen zu haben. Mir fällt zumindest gerade keins ein, aber ja, dann ist das vielleicht halt das Erste. Dann haben wir noch Throne of the Fallen von Carrie Maniscalco. Ich habe ihre anderen Bücher gelesen, also die Kingdom of the Wicked-Reihe. Und das spielt im gleichen Universum, aber mit anderen Charakteren. Und da ich Kingdom of the Wicked sehr gefeiert habe, möchte ich natürlich auch das lesen von ihr. Dann möchte ich dieses Jahr ein bisschen aus meinen Komfort-Genres raus und ein bisschen mehr Romance vielleicht mal mir durchlesen, also so Rom-Com-mäßig und habe mir jetzt mal als mein erstes Buch dafür The American Roommate Experience rausgesucht. Gibt's auch auf Deutsch. Mal gucken, was das wird und ob ich Gefallen daran finde. Und das letzte steht stellvertretend für die Horrorbücher, von denen ich dieses Jahr auch wieder gerne ein paar lesen würde und das ist House of Hollow. Gibt es, soweit ich weiß, nicht auf Deutsch bis jetzt und an die englische Version bin ich ja auch irgendwie noch nicht richtig rangekommen. Da muss ich mal
gucken, wo ich mir das herhole. Und wenn ich jetzt richtig gezählt und nichts vergessen habe, sollten das 24 Bücher für 2024 sein. Ein realistisches Ziel, würde ich sagen. Gerne mehr, also wenn ich es schaffe. Aber mal schauen. Und wir werden spätestens Ende des Jahres sehen, ob ich diese Liste geschafft habe oder mich wieder drastisch davon entfernt habe, wie es, glaube ich, letztes Jahr der Fall war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was auf eurem TBR für dieses Jahr steht und ob ihr irgendwas von dieser Liste schon gelesen habt und empfehlen könnt oder vielleicht auch nicht empfehlen könnt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Das hilft mir wirklich. Ihr könnt mich auch auf Instagram oder TikTok finden. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!